Unser Haus hat 22 Zimmer, davon haben wir einen Kurzzeitpflegeplatz. Wir haben 1999 unser Haus in Heppendorf eröffnet. Das gehört zur Stadt Elsdorf. Hier sollen die Bewohnerinnen und Bewohner in liebevoller und persönlicher Umgebung ein neues Zuhause finden. Ein Platz ist für die Kurzzeitpflege vorgesehen. Da haben pflegende Angehörige die Möglichkeit, ihren Angehörigen bei uns innerhalb eines Urlaubs oder für einen Krankenhausaufenthalt betreuen zu lassen. Das Leben in unserem Haus findet im gemütlichen Tagesraum oder in unserem schönen Innenhof statt. Unsere soziale Betreuung bietet verschiedene Angebote an. Es gibt die Einzel- oder auch die Gruppenbetreuung. Alle Mahlzeiten werden in unserem Haus selbst zubereitet. Auch die Wäsche wird bei uns im Haus selbst gewaschen. Dadurch, dass unser Haus so klein ist, gibt es Ansprachen in allen Bereichen. Es gibt die Möglichkeit, auch noch kleine Gartenarbeiten oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten selber zu machen. Das Erhalten aller Fähigkeiten bei unseren Bewohnern ist eins unserer größten Ziele. Alle Bewohner kommen bei uns mit in den Tagesraum oder den Innenhof und nehmen am gesellschaftlichen Leben teil. Gerne laden wir Sie zu uns ins Haus ein, damit Sie sich selbst ein Bild machen können. Eine kurze Besichtigung ist immer möglich. Sollten Sie eine ausführliche Beratung wünschen, können Sie mit uns gerne einen Termin vereinbaren.